Blub, blub, Leute, willkommen zu Mutant Year Zero. Ich bin Gary the Gamerid und dies hier ist ein neues Projekt auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Und ich freue mich vor allem auf dieses Spiel. Wir haben die Demo schon angespielt, das ist eine kleine Premiere. Die Beta-Demo. Lief super, nicht wirklich von meiner Leistung her, aber vom Game her. Also das verspricht viel Gutes. Und ja, ihr wolltet es sehen. Also ich habe zumindest während der Premiere oft gehört, dass ihr Lust habt, euch das anzuschauen. Also spielen wir das auch jetzt. Yay, ich freue mich drauf. Und mal schauen, wie es dieses Mal läuft. Wir hätten auch weiterspielen können von der Beta. Ich hatte hier eben noch Spiel laden und weiter. Aber ich habe die Spielstände gelöscht. Ich mir dachte, wir machen einen Fresh Start. Beta ist jetzt, ne, war schön, haben einen kleinen Einblick bekommen. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Spiel wirklich ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit Bormin und Dax und schauen wir mal, wie wir loslegen. Es ist auch noch vor dem Release ein vierter Charakter reingekommen und zwar ein Fuchs. Keine Ahnung, wie das damit läuft, aber der gibt noch ein paar andere taktische Möglichkeiten. Das wird sicher super interessant. Ich bin gespannt. Machen wir einfach mal ein neues Spiel und schauen uns an, ob es genau da anfängt, wo wir waren. Ich schätze mal schon, wie beim letzten Mal, also wie bei der Premiere, die ich gemacht habe. Weil wir einfach hätten weiterspielen können. Also, naja, dann sehen wir vielleicht ein bisschen was doppelt, aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Dann schauen wir einfach mal, wie das Spiel sich jetzt so präsentiert. Jetzt ist die Frage, genau. Das, ja. Okay, sie haben es aber geändert. Oh, sie haben die Schwierigkeitsgrade geändert. Seht ihr das? Nee, haben sie nicht, oder? Nee, haben sie nicht. Okay, sie haben, glaube ich, nur die Namen geändert oder sowas. Das war vorher leicht, normal, schwer. Und schwer war das mit dem dieses vorgesehene Spielerlebnis. Gegner verursachen viel mehr Schaden. Stalker regenerieren nach Kämpfen keine Gesundheit. Und Abklingzeit werden nach Kämpfen nicht zurückgesetzt. Ich bin echt geneigt, das so zu spielen. Ich habe die Beta auch schon so gemacht. Und ich meine, es ist so, wie es vorgesehen ist. Es wäre halt schön, wenn Gegner nur ein bisschen mehr Schaden verursachen und Stalker 50% Gesundheit nach Kämpfen wieder regenerieren von selbst. Aber Abklingzeiten werden auch nicht zurückgesetzt, also ist eigentlich wurscht, weil die Abklingzeiten sind eigentlich das Schlimmere. Obwohl, was ich jetzt gesehen habe, also für alle, die es nicht wissen, Abklingzeiten, wenn man spezielle Fähigkeiten einsetzt, muss man Gegner töten, damit die wieder resettet werden. Aber es muss nicht der Charakter die Gegner töten, sondern die Gruppe. Und das finde ich gut. Von daher, wisst ihr was, screw it. Wir machen kein Eisenmutant oder Iron Man. Weil es ist ein Let's Play. Es ist gerade das raus, es ist Version 1.01, wie man da oben sieht. Und man weiß nie, was schief gehen kann und sowas. Und ich werde mich einfach sehr zurückhalten, nicht zu laden, okay? Läuft. Also ich werde nicht neu laden. Und ja, Permatod in einem neuen Game, das ich nicht kenne. Nee. Nimm es so. Läuft. Ich labe schon wieder viel zu viel, sorry. Der Würfel ist neu. Schade, der andere hat mir auch gefallen. Der D20. Aber der ist jetzt wahrscheinlich aus dem wirklichen Pen and Paper, könnte ich mir vorstellen. Ein sechsseitiger Würfel. Sieht so aus. Cool. Irgendwo östlich der Arche. Wir spielen es auf Deutsch, Leute. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before prep closes for the night. Und schon sind wir im Game, Leute. Ich muss ein bisschen meine Mausgeschwindigkeit reduzieren, ansonsten krepiert ihr hier wahrscheinlich. Ja, genau. Mit Shift kann ich wechseln, mit Tab kann ich wechseln. Sehr gut, das noch wie vorher. Shut the hell up. Wir können nicht wirklich schneller sein. Oh, das war sogar mit Mauszeichen. Ich mag Dax. We're in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that 9000 times already, Bormin. Interessanterweise sind das die einzigen zwei wirklichen Mutanten in der Ark. Also wirklich, wirklich Hardcore-Mutanten, die komplett changed sind gegenüber dem menschlichen Sein. Also sie sind humanoid und das ist auch alles. Das ist das Einzige, was sie mit Menschen verbindet. Oben rechts sehen wir unser Scrap. Interessanterweise haben sie schon ein bisschen was gefunden. Unsere Artefakte, also Sachen aus der Zeit vor der Katastrophe.
unsere Medikits und unsere Waffenteile. Alles, was wir noch brauchen werden. So, wir schauen uns jetzt mal um. Wir laufen gerade... Zonenübersicht? Ach so, okay. Ja, genau. Das ist unser momentanes Ziel und unsere momentanen Orte, die wir besuchen können. Wir schauen uns gerade nach Scrap Metal um, also nach Schrott, den wir verwenden können, um Sachen zu reparieren. In der Arche. Und das ist die einzige Zuflucht, die mutierte Menschheit noch hat. Ich glaube, hier ist aber auch nicht viel, ne? Wir können jederzeit switchen zwischen den Charakteren. Das Kampfsystem ist sehr, sehr cool, denn wir haben hier dieses Echtzeit-Erforschungssystem, kein missionsbasiertes System. Und die Kämpfe haben einen fließenden Übergang im Geschehen und das ist super cool. Hier ist unser erstes Scrap. Beautiful. Seltener sogar. Just beautiful. Das heißt einfach, wir kriegen mehr. Sehr gut. Ja, super cool. Ich bin auch sehr gespannt, was sie noch Neues reingebracht haben. Wie mache ich die... Over here. Nein, nicht mit F. Wie mache ich die Lampe nochmal aus? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann irgendwie die Lampe ausmachen, Leute. Sorry, ich muss nochmal nachgucken. Ich habe es wieder vergessen seit der Beta. Lampe... Achso, das war linker Mausklick. Ich bin so doof. Ja. Denn... Das ist ein sehr interessantes Detection System, wie ihr seht. Wenn wir die Lampe anhaben, sehen sie uns viel früher als so. Wir können die jetzt ausschalten und ich habe das Gefühl, wir machen das auch. Ich darf nicht in den Kreis rennen. Sie können zu mir kommen. Das ist in Ordnung, aber ich sollte nicht zu ihnen kommen. Wir lassen Bomben mal hier, dann werden wir automatisch getrennt. Weil dann können wir uns noch verstecken. Das ist noch Half-Cover. Half-Cover gefällt mir nicht. Ich will das hier haben. Ich will Full Cover haben. Okay, wir können jetzt auch wieder wechseln zu Bormin und versuchen mit ihm noch eine bessere Position zu erlangen. Oder wir machen einen Throwdown. Und ich würde sagen, das machen wir. Viel besser geht's nicht. Ich habe die Tutorials noch angelassen. Ich meine, es ist nicht viel, was man wissen muss, aber leicht zu lernen, schwer zu meistern, ne? Ist dieses Spiel. So, taktischer Kampf. Kämpfe sind rundenbasiert. Jeder Stalker hat pro Runde 2 Aktionspunkte. Kennt man aus vielen anderen dieser Titel, also ähnlicher Titeln. Übrigens, was ich noch sagen wollte, das Developer Studio heißt The Bearded Ladies. Awesome. Also kann nur gut sein. Taktischer Kampf. Einige Aktionen wie Schießen, Granatenwaffen oder Sprinten beenden eine Runde, wenn du sie einsetzt. Das ist auch relativ bekannt. So, Spiel ist am Zug. Du wurdest nicht geortet und das wollte ich. Und deswegen aktivieren wir diese Einheit jetzt auch. Also Dax in dem Fall. Und wir ballern dem Typen jetzt so eine ins Gesicht. Das Schöne ist, wir haben eine Armbrust, die macht 4 Schaden. 5 Crit. Er hat 4 Lebenspunkte. Jetzt nur Stufe 1, ja, okay. Aber er hat 4 Lebenspunkte, das ist wichtig für uns. Und wir treffen zu 100%. Das heißt, wir haben einen sicheren Schuss. Wir machen 4 Schaden. Der Gegner ist tot. Und der ist ziemlich weit weg. Eventuell kriegt er das nicht mit, wenn wir Glück haben. Und dann haben wir Luck. Und das läuft schon besser als beim letzten Mal. Man muss die Gegner zu sich kommen lassen. Man muss deren Patrouillenrouten verfolgen, man muss sie zu sich kommen lassen, dann wird man noch nicht entdeckt. Wenn ich in seinen Kreis laufe, ist die Chance sehr hoch, dass ich entdeckt werde. Ich könnte zum Beispiel zu seinem Baum dort gehen, weil der sich hier nicht bewegt. Wäre vielleicht sogar ganz gut. Aber ich will eigentlich, dass Bormin auch einen Kill macht. Wäre zumindest cool. Wir haben automatisch übrigens nachgeladen. Die Armbrust muss nach jedem Schuss nachgeladen werden. Okay, mit Rechtsklick verstecke ich mich. Und mit Rechtsklick komme ich auch wieder raus. Wir waren nicht mehr versteckt. Das ist ein bisschen risikoreich, finde ich. Bormin, plünder mal. 2 Schrott. Na gut. Wir können uns jetzt hier umschauen, wie wir wollen. Wir müssen nur aufpassen. Je näher wir dem Kreis kommen, desto eher werden wir entdeckt. Das heißt praktisch, wenn wir uns nahe seinem Entdeckungsbereich aufhalten, ist es generell eher die Wahrscheinlichkeit, dass er uns entdeckt. Wenn ich das mache, das wäre dumm eigentlich, ne? Weil dann ziehe ich ihn von meinem anderen Kollegen weg. Das ist sehr dumm. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich das machen will. Wir können übrigens nicht rennen, leider. Gut, ich meine, es macht Sinn, wir schleichen gerade. Wir rennen praktisch, wenn wir die Lampe draußen haben. Ich würde ihn gerne hier hinziehen, denn das hier wird nicht nah genug sein. Ich muss an den Baum. Wenn das was geben soll. Oh, die Streukanone macht mehr Schaden. Die hat vorher nur 3 Schaden gemacht. Oh mein Gott, ist die jetzt viel valider. Mega geil. Okay, das gefällt mir. Versuchen wir es. Ich will euch einfach nur zeigen, ja, wie es ist, wenn man entdeckt wird. Und das bei dem hier sollte es noch nicht so schlimm sein. Okay, ich bin zum Glück geschützt.
Wir haben zum Glück noch Deckung gehabt. Und das ist das Geile am Deckungssystem. 25 Schaden, halbes Cover. Ja, kennt man auch aus XCOM oder so. Nicht 25% Trefferchanceverringerung so durch halbes Cover. Und 75% Trefferverringerung durch High Cover. High Cover ist so wichtig in diesem Spiel. My goodness. Genauso in die Flanke fallen ist wichtig. Ne, das Cover ausschalten ist extrem wichtig in diesem Game. Flankieren, flankierst du deine Gegner, Deckungsposition wird deren Defensivbonus aufgehoben, eben deswegen. Und das ist unglaublich wichtig. Er ist, okay, er ist in Cover. Kann ich, ja, ich kann drehen, wie ich möchte. Und wir haben mehrere Ebenen, in denen wir kämpfen können, 3 Stück anscheinend. Ganz ehrlich, wenn ich einfach neben ihn renne und ihm einen ins Gesicht ballere, ist er hin. Gehen ist ja nur eine Aktion. Jetzt habe ich immer noch eine Aktion und das ist Ballern. Ich baller ihm die Grütze aus dem Gesicht. Das ist so Arsch. Schrotflinte in the face. Es war ein dummes Risiko, aber ich dachte bei dem einen. Nice. Griller ist cool. Griller 50. Ein zusätzlicher kritischer Schaden. 50% Chance, den Gegner zu verbrennen, die Waffenmod. Die können wir leider erst anlegen, wenn wir der Arche das erste Mal sind. Schadensmodul. Fackel der Altvorderen, die an einer beliebigen Waffe befestigt werden und Brandprojektile abfeuern kann. Sehr gut gegen Ziele aus Fleisch und Blut. Grund ist Elvis. Elvis, ja. Geil. Super. Man kann das hier Touch und Maus spielen, finde ich gut. Hey, follow me. Kommst du? Ach, Dax. Das finde ich ein bisschen schade, wenn der Kampf vorbei ist und gleichzeitig kein Gegner in der Nähe ist, sollten keine Leute mehr, also sollten die nicht mehr versteckt bleiben. Ja, okay, es könnte sein, dass man es will, ne? Schwierig, aber irgendwie fände ich es doch besser momentan. We saw one of these things once. Filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Die Ancients, das sind übrigens wir. Die Leute vor dem Krieg oder beziehungsweise vor dem... Es gibt 3 Sachen. Wir lernen das noch, sobald wir die Arche erreichen. Deswegen werde ich es jetzt nicht spoilern. Aber es gibt 3 Sachen und Krieg gehört auch dazu. Aber seht ihr das? Es leuchtet heller, wenn wir mit der Lampe drauf strahlen. Unser Schrott. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Dadurch übersieht man ihn nicht so leicht. Ich werde ihn wahrscheinlich dennoch oft übersehen. Ich hoffe nicht. Ich versuche sehr gründlich zu sein. Und da es jetzt im LP ein bisschen wichtiger wird als in der... Hier ist noch was. Als in der Beta, weil wir hier das ja hoffentlich weiterspielen werden. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie die Story sein wird. Kann ich gleich auch noch was zu sagen. Was ich vermute, nicht was ich weiß. Ich weiß eigentlich nichts über das Spiel. Das Spiel ist blind ab dem Moment, ab dem wir die Arche erreichen, Leute. Ja, nicht ganz. Ich habe noch ein bisschen bei Mr. Ort geschaut, bis die Beta zu Ende war. Okay, es ist blind ab dem Ende der Beta. Sagen wir es so. Ich werde es dennoch als blind deklarieren, also wenn irgendjemand daherkommt und meint, das wäre nicht blind, oh well, ne? Die ersten 3 Parts oder so, oder 4 Parts sind nicht blind. Guck mal die Wurzeln, das sieht ja geil aus, die Hütte hier. Ach, schade, dass wir da nicht rein können. Ich renne erstmal ein bisschen mit Bormin rum, ich wette, wir werden auch noch ein bisschen durchswitchen. Aber ich mag Bormin irgendwie und ich mag auch Dax, das sind coole Charaktere, die sind sehr... Sie haben was. Bisher hat jeder Charakter, den ich gesehen habe, und das waren bisher 3, den vierten kannte ich noch nicht, also kenne ich noch nicht. Nur von den Patch Notes praktisch. Aber bisher hat jeder Charakter so sein gewisses Etwas, und das finde ich cool. Oh, damn. Der Linke. Der hat Ultra-Panzerung. Riesig. Turn off our lights, then hug the water. Go around them. Was ich gemein finde, ist der bewachten Schatz. Rote Schädel. Gegner mit einem roten Schädel haben für dein Team eine zu hohe Stufe und töten euch. Also wenn man jetzt so jemand reinläuft, sagt das Game einfach, okay, seid tot. Nein, du brauchst es nicht mehr versuchen, du bist tot. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob das Game das wirklich macht, ob es dann wirklich sagt, ja, you're dead. Oder ob es dich trotzdem noch feuern lässt, aber naja. Warum ist meine Maus weg? Rote Schädel. Weiche Gegner mit roten Schädeln aus und erkunde die Zone, um dich mit Gegnern zu messen, die der Stufe deines Teams entsprechen. Ja, also wir können dann auch wieder hin und zurück zwischen den Zonen, zwischen den Teilen der Zone. Bisschen wie ein Stalker, ne? Stufe 55. Guck mal, wir machen 5 Schaden. 4 Schaden. Kann ich die Waffe wechseln? Ich bin sicher, ich kann das.
Ark don't even love stalkers. Ja, die sind mega gut. Aber er macht einen Schatz und ich würde ihn so gern haben. Aber gucken wir an. Oh, der ist stärker geworden, habe ich das Gefühl. 36, so viel Lebenspunkte hatte der vorher nicht. Also die haben das ganz schön getweakt und rebalanced. Oh damn. Oh damn, Leute. Das hier wird ein genialer Scheiß. Wir sollen das Wasser ja umarmen. Fuck the water. Ja, wir sollen uns am Wasser halten, auf Deutsch natürlich. Ja, ihr habt es auch gemerkt, der Sound ist Englisch. Und das finde ich gut so. Das soll auch bitte so bleiben. Ich will den gar nicht auf Deutsch stellen, weil ich finde den so viel geiler. Und wer kein Englisch kann, für den sind die Untertitel. Deshalb kann ich nur empfehlen, schaut es bitte nicht auf dem Handy. Schaut es an einem ordentlichen Gerät, wo ihr eine ordentliche Auflösung habt. Zum Beispiel Fernseher, PC, sowas in der Richtung. Weil sonst kriegt ihr die Untertitel nicht mit. Und wenn ihr wirklich im Englischen nicht so mächtig seid, dann solltet ihr die Untertitel mitbekommen. Ich finde es cool, dass sie jetzt den richtigen Pen-and-Paper-Würfel reingenommen haben. Wenn es wirklich so ist, dass das der ist. Bin ich cool? Ich mochte den anderen auch. Also wegen mir können sie zwischen den beiden switchen. I don't care. Aber ja, es ist eine Pen-and-Paper-Vorlage hier hinter diesem Universum. Also das, ne? Home, sweet home. Vögelchen. Oh, I'm gonna kiss that elevator when I see it. Get upstairs, take a bath, get a grog with the boys. Get another grog with the boys. Foot massage. Oh, it's gonna be great. Get a grog with the boys. Get another grog with the boys. I like it. Ah, schön. Was wollte ich sagen? Ja, Pen-and-Paper-Vorlage und von daher hoffentlich ein reichhaltiges Universum. Ich kenne die Pen-and-Paper-Vorlage nicht. Ich habe nie was davon gehört, um ehrlich zu sein. Ich bin ja eh noch nicht lange dabei, und Pen-and-Paper zu machen, beziehungsweise da mitzuspielen. Ich mache es ja nicht selbst. Aber, wer es noch nicht gesehen hat, beim Mind-RPG von John bin ich dabei. Da machen wir ein bisschen DSA. Ist cool. Mir gefällt das DSA-System überhaupt nicht. Im Endeffekt. Aber es macht trotzdem Spaß und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, dieses hier kenne ich auch. Oh, defekte Waffe, das ist Waffenteile. Yay, Deltas Bastelgrube, da müssen wir unbedingt hin. Super cool. Ich bin sehr gründlich, Leute. Ich weiß, es ist vielleicht gar nicht so notwendig, aber ich würde gerne alles alte Teil mitnehmen. Wir werden es brauchen. Looks like a family lived here. Oh, guck dir an. Nothing like a bunch of skeletons to put your mind at ease. Aber so lange ist das doch, scheint das noch nicht her zu sein. Ich meine, schau dir das an. Ich meine, ja gut, das Boot ist sehr verwittert. Das sind sicher 15, 20 Jahre locker. Vielleicht 50 Jahre. Lass 50 Jahre her sein. Aber dafür sind die Skelette noch ziemlich gut erhalten, oder? Meine ich das nur. Hier haben wir erst Medikits. Die werden wir brauchen wie, I don't know, Öl das Feuer. Immer. Zu jedem Zeitpunkt. Na, schlechter Vergleich, aber wir werden es auf jeden Fall brauchen, denn du kannst im Inventar jederzeit ein Medikit benutzen, um deine Stalker zu heilen. Heilungen außerhalb von Kämpfen regenerieren die gesamte Gesundheit und sonst 4 Punkte. Und Bormin hat jetzt schon 8, das heißt, er bräuchte jetzt schon 2 Medikits im Kampf. Dax hat 6, das heißt, er bräuchte 1,5. Hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Hier gibt es aber, glaube ich, auch noch ein Artefakt, oder war das erst später? Es kann sein, dass es erst später war. Dass die hier noch gar kein Artefakt hatten, dafür haben sie Medikits. Wir werden auf jeden Fall Artefakte brauchen, die geben nämlich auch richtig geilen Kram. Die kann man eintauschen. Außerdem sind die immer super gut beschriftet, also da sind Sachen bei. Ich finde vor allem auch die Umgebung extrem schön designt für ein derartiges Game. Und halt diesen Exploration-Aspekt, den mag ich. Auch wenn er gar nicht so hoch ist. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Eine gute Position hält uns am Leben. Wenn du unentdeckt bist, kannst du feindliche Positionen ausspähen und isolierte, schwache Gegner mit deinen lautlosen Waffen ausschalten. Du kannst einen Kampf zu deinen Gunsten entscheiden, indem du die Zahl deiner Gegner unauffällig verringerst. Und, ja, natürlich werden wir das versuchen. Ich hoffe, ich bin gut genug da drin. I'm not so sure. Beim letzten Mal war das hier ein Desaster. Und Dax ist uns verreckt. Glücklicherweise, weil das hier ein story-driven Game ist. Hungry. I says we take the Ark. Lassen wir erstmal reden. Tasty Mutants. Tasty Mutants. Love me some Mutants. Mutants. Here we go. Let's split up. Crush them. Hey. Hear that? I hear my stomach. Hungry. Kill.
So, wir können versuchen, mit Dax jemanden auszuschalten. Gut, dass die jetzt endlich fertig sind. Da das hier ein Story-Driven Game ist, wollte ich noch sagen, ist es nicht so schlimm, wenn einer im Kampf umkippt. Ich glaube, werden wir verletzt? Ich weiß es nicht. Wir werden natürlich das Medikit dann brauchen müssen, um ihn wieder hochzuheilen. Nach dem Kampf sollten wir gewinnen, was nicht unbedingt klar ist bei 2 bis 3 Leuten. Ich glaube, wir dürfen nur maximal 3 Leute im Team haben, weswegen ich es nicht so cool finde, dass es 4 Leute gibt. Gib mir 3 und dann lass mich damit. Ruhe, ist gut. Wir holen uns erstmal ein bisschen Schrott. Oder damit ein bisschen schneller ist. I don't know. Aber damit müssen wir halt klarkommen und leben. Du bist hier eigentlich relativ isoliert, oder? Oh, damn. Ja, den hole ich mir. Wir aktivieren. Und wir ziehen ihm seine hässliche Visage weg. 20% Crit Chance. Weil wir versteckt sind. God damn it. Darf ich Leertaste drücken zum Ballern? Oh ja. Oh, baby, yeah. Bitte sag mir, dass keiner es bemerkt hat. Oh, geil. Und Level up. Yay. Wenn ein Team aus Stalkern aufsteigt, erhält jeder Mutant Mutationspunkte. Jeder. Ziemlich geil. Der Stil ist auch irgendwie cool. Ich weiß nicht, es ist trotzdem stimmig, obwohl es so ein komischer Stil ist eigentlich, so ein Comic-Stil. Aber es passt. Und auch dieser ernstere Stil von Avataren wieder, dieser, ne, dieses Dire, so ein bisschen. Dieses, oh, alles ist scheiße und so und alles ist, wir sind voller Narben und sowas und so. Aber trotzdem, es passt alles zusammen, finde ich gut. Ja, Dax kann fliegen. Bald. Also nicht permanent leider, aber... Ja, er kann irgendwann mal fliegen. Mit Mutationspunkten können mächtige Kampfmutationen für deine Stalker freigeschaltet oder Werte wie Gesundheit oder Bewegungsrate verbessert werden. Interessant finde ich auch diesen Stil. Kann ich jetzt? Mit C. Diesen Stil, diese kleinen Beinchen und dieser mega massige Körper und Kopf. Das ist auch ein sehr interessanter Stil. Mag nicht jedem gefallen. Ich finde ihn ganz gut und ganz passend für diese Art, aber... Ne? Mutationen sind groß, klein oder passiv. In deinem Loadout kann jeweils nur eine Mutation ausgewählt werden, und zwar eine jeder Art. Das heißt, wir dürfen eine große haben, eine kleine haben oder eine passive haben. Wir können diese Mutationen, wenn sie einmal freigeschaltet sind, ich rede jetzt mal nicht von denen, wenn sie einmal freigeschaltet sind, jederzeit wechseln, außerhalb des Kampfes. Nicht im Kampf. Werteboni sind permanent und werden unabhängig vom Loadout gewährt. Genau, das sind die hier. Das hier können wir als Loadout nutzen. Das hier sind feste Werte, die wir dann skillen praktisch, wo wir dann mehr... Hier, Bormann kriegt ultra viel Gesundheit. Mein Gott, wird das ein Tank. Der Loadout kann außerhalb von Kämpfen im Inventar jederzeit angepasst werden. Genau, das habe ich gesagt. Ja, das ist ziemlich cool. Wir müssen es nur einmal freischalten. Bam. Und wir haben... wir haben weniger Punkte verfügbar. Ich dachte es mir. Die Beta ging zu schnell voran. Wir haben zu schnell viel davon freischalten können. Wir waren schon nach... Also man wäre zum Ende der Beta hin auf jeden Fall hier, wenn nicht hier gewesen. Und das ist echt ein bisschen knapp. Also viel zu schnelles Game praktisch. Und dann würde das nicht lang gehen. Erleidest du Schaden, gibst du Rauch ab. Das ist ja cool. Das ist neu, meine ich. Steinhaut, du bist eine Runde lang unbesiegbar. Man kann sich einfach in die Mitte stellen. Steinhaut, unbesiegbar. Alle feuern auf ihn und wir können nacheinander die Leute wegziehen. Das ist schon eine gute Sache. Leichenfresser ist organischer Kadaver, um TP zu regenerieren. Gute, spart uns Medikits, also who cares? Sauerlauf. Im Englischen haben die auch so geile Namen und ich finde es cool, dass sie es ein bisschen reingebracht haben. Deswegen spiele ich eigentlich auch lieber auf Englisch alles, weil dann sind die ganzen, ne? Im Original sind dann die ganzen Sachen drin. Renn und Peng, das ist Sturm und Schuss praktisch aus XCOM. Also du kannst sprinten und dann noch feuern. Was sehr, sehr cool ist und sehr, sehr taktisch wichtig sein kann, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, um einfach hinter die Deckung zu kommen oder ihn doch noch zu flankieren. Und das ist super. Witzbold, zieh die Aufmerksamkeit von Gegnern eine Runde lang auf dich. Wenn man in guter Deckung ist, kann das sicher auch gut sein. Generell bin ich da nicht so ein Fan von. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die TP nehmen. Hätte er 9 TP, er hat gerade 8. Gucken wir mal bei Dax, was er so bekommt. Er kann etwas ziemlich Geiles bekommen, nämlich den Schädelspalter. Ist eine kleine Mutation, das ist nicht mal eine große Mutation. Das hier wäre eine große Mutation. Und runde sind passive Mutationen. Also viereckig kleine, sechseckig, nee, doch sechseckig, nicht achteckig. Sechseckig sind große und runde sind passive Mutationen. Da gibt es zum Beispiel 50% kritischer Trefferchance bei Schüssen von erhöhter Position. My goodness, ist das geil. Also er ist definitiv der Sniper hier. Und ihm wollen wir auch dementsprechend Waffen geben. Vielleicht nicht immer, aber meistens. Wir können ihm aber Schädelspalter geben. Er braucht
die Gruppe braucht 3 Kills, damit er seinen Skill wieder einsetzen kann. Und das gilt global. Das heißt, wenn Bormann was hat, was 3 Kills braucht, und er was hat, was 3 Kills braucht, nutzen es beide in derselben Runde. Dann dauert es exakt 3... Und der Kill, wenn in der Runde Kills erzielt werden, das heißt, vielleicht machen sie 2 Kills, dann zählt das. Das heißt, sie sind dann schon wieder auf plus 2 beide, müssen auf plus 3 kommen. Das heißt, noch ein weiterer Kill und sie haben beide wieder ihre Fähigkeit. Sehr gut. Ich hatte befürchtet, dass es so ist, dass jeder einzeln die Kills machen muss. Und das wäre richtig beschissen. Aber so ist es gut. Wenn es Gruppenshared ist, bin ich da absolut dafür. Und ich denke, wir nehmen auch den Schädel... Obwohl... Er kann echt ein bisschen mehr Leben gebrauchen. Er hat nur 6 Gesundheit. Das ist nicht viel. Das macht ein Gegner teilweise einfach so. Aber Schädelspalter ist gut. Ich glaube, wir nehmen Schädelspalter. 100% Crit-Chance mit ein bisschen weniger Treffsicherheit. Das kann gut sein. Ich habe immer Pech bei sowas. Das heißt, bei uns wird nie einer treffen. Stellt euch drauf ein, aber läuft. Hier sehen wir, was wir für ein Loadout haben, ob wir noch Granaten nehmen können. Er hat eine Rauchgranate dabei, das ist auch neu. Und er hat einen Molotow. Normalerweise hat er, glaube ich, gar keine dabei. Sie haben alle einen Rucksack. Ah, da sind die Sachen drin, okay. Rüstung und Helm. Rüstung und Helm, die geben später noch was. Es ist mehr für Lux, aber sie haben alle noch einen schönen Boni. Schönen Bonus. In dem Fall, das ist immer Einzahl. Und ja, er hat noch nichts freigeschaltet, leider. Und ihm will ich das Dings nicht geben. Ich will ihm lieber den Sturm und Schuss geben. Deswegen warte ich bei ihm. Okay, spielen wir noch ein bisschen. Wenn wir hier mal vorankommen. Nein, ich will nicht, dass du dich versteckst. Bormann ist hoffentlich noch versteckt. Okay. Wir schauen uns erst noch mal ein bisschen um. Hier gibt es etwas. Kann ich mir das hier gönnen? Und aus irgendeinem Grunde ruft mich... Melly an, ich weiß nicht warum. Okay, Leute, ganz kurz. Wir machen deshalb hier einen kleinen Cut. Ja, die Freundin, ne? Was will man machen? Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefällt der erste Eindruck. Wir machen sofort weiter. Vielleicht bringe ich direkt 2 Parts. Ich weiß es noch nicht so zum Anfang. Und dann wird es vielleicht alle 2 Tage kommen oder sowas. Mal schauen. Ich hoffe, euch gefällt das. Schreibt mir was Schönes. Schreibt mir, ob ihr mehr sehen wollt. Ihr könnt euch ja schon mal anschauen, was hier als nächstes für eine Waffe kommt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder bei Mutant Year Zero. Bis dann, Leute. Tschüss.